Rückblick auf die Bundesliga-Ergebnisse und die Tabelle vom ersten Spieltag 2018-2019. Die Saison wurde am Freitagabend mit einem 3:1-Sieg der Bayern gegen Hoffenheim eröffnet. Es gab viel Getrete und strittige Situationen wegen des Videobeweises. Am Ende siegte Bayern aber dennoch verdient mit 3:1. Am Samstag konnte sich der Hauptstadtclub Hertha BSC Berlin 1:0 gegen den Aufsteiger 1. FC Nürnberg durchsetzen, auch weil Nürnbergs Ishak einen Elfmeter verschoss und Herthas Rune Jahrstein im Tor parierte. Auch der zweite Aufsteiger verlor sein erstes Bundesligaspiel, und zwar Düsseldorf zu Hause 1:2 gegen Augsburg. Im Rhein-Derby zwischen Gladbach und Leverkusen behielt Gladbach mit 2:0 die Oberhand. Ein weiteres Spiel mit strittigen Schiedsrichterentscheidungen und einem nicht funktionierenden Videobeweis zwischen Wolfsburg und Schalke. Matchwinner war Daniel Ginzek, der 14 Millionen Neuzugang aus Stuttgart traf in der 90. plus 4. Minute zum 2:1. Im Nordderby zwischen Bremen und Hannover gab es keinen Sieger, 1:1. Ohne ihren Trainer Christian Streich, der an einem Bandscheibenvorfall laboriert, verlor Freiburg das erste Heimspiel der Saison gegen Frankfurt mit 0:2. Neutrainer Adi Hütter ist nach dem Pokal aus in der Bundesliga angekommen. Im schwächsten Spiel des Spieltages mühte sich Mainz zu einem glücklichen 1:0 gegen Stuttgart dank des Tores von Anthony Ucha. Ein würdiger Höhepunkt und Abschluss des ersten Spieltags war der Sieg von Borussia Dortmund mit 4:1 gegen RB Leipzig. Dabei hatte Leipzig bereits nach einer Minute mit 1:0 geführt. Hier nochmal die Ergebnisse des ersten Bundesligaspieltags 2018-2019 auf einen Blick. Es fielen insgesamt 23 Tore, die meisten beim Spiel Bayern-Hoffenheim 4 und Dortmund gegen Leipzig 5. Fünfmal trafen beide Mannschaften, viermal fielen mehr als 2,5 Tore. Es gab nur ein einziges Unentschieden zwischen Bremen und Hannover, ansonsten 6 Heimsiege und 2 Auswärtssiege. Der erste Tabellenführer 2018-2019 ist wie schon in der vergangenen Saison Borussia Dortmund, gefolgt von Bayern München und Eintracht Frankfurt. Dahinter Mönchengladbach, Augsburg, Wolfsburg, Hertha und Mainz, die allesamt ihr Auftaktspiel gewinnen konnten. In der unteren Hälfte Mannschaften, die man dort erwartet, wie die Aufsteiger Düsseldorf und Nürnberg auf 12 und 13, sowie Stuttgart auf 14 oder Freiburg auf 17. Den Saisonstart anders vorgestellt hatten sich wahrscheinlich der Vizemeister Schalke 04 auf Position 11, auch die TSG Hoffenheim auf 15, Bayer Leverkusen als 16. und der 18. RB Leipzig sind alles international spielende Clubs, die hier nicht länger stehen werden. Unser nächstes Video gibt es am Mittwoch, den 29. August, dann mit der Tipforce. Wer noch nicht dabei ist, kann sich über den Link in der Videobeschreibung bei unserem Partner VBET anmelden und wir versuchen dann dort die Promotion-Aktion namens Expressversicherung mit einer 6er Bundesliga-Kombi am nächsten Spieltag zu knacken. An diesem Spieltag hatten wir 4 von 6 Spielen richtig. Damit du keines dieser genialen Videos verpasst, abonniere einfach den Kanal und du bist auf der sicheren Seite.